Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Heute gibt es unseren kleinen Ersteindruck zu der neuen Outdoor-Shishaya, die Hazard. Sollte euch das Video gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und jetzt viel Spaß beim Ersteindruck. So, da sind wir wieder mit der neuen Shishaya, die Hazard. Eine sehr, sehr kleine Outdoor-Pfeife, ihr seht sie ja schon hinter uns, die, wie der Name Outdoor-Pfeife auch schon nahelegt, sehr, sehr gut dafür ist, um sie einfach mal mitzunehmen und wenn man draußen rauchen will, eben nicht einfach einen riesen Rucksack oder eine riesen Tasche oder gar Koffer mitzuschleppen. Die Pfeife ist relativ klein, dafür aber relativ stabil und ich würde sagen, ich blende euch jetzt erstes mal ein paar Teile ein, damit ihr euch den Aufbau vorstellen könnt. Ihr habt da als erstes unten die Platte, wo der Schlaucheinschluss einfach reingesteckt wird. Der ist mit zwei O-Ringen versehen, sodass das Ganze auch schön dicht ist. Da geht dann einmal schon das Tauchrohr hoch und auch das Ausblasrohr. Also wenn ihr reinpustet, geht der Rauch einmal hoch, dann durch und aus dem Deckel durch das Ausblasventil wieder raus. Drumherum ist einfach eine Carbonschicht und obendrauf wird das Ganze dann wieder mit der Deckelplatte und dem Kohleteller und dem Kopfanschluss verschraubt, sodass das Carbonteil in der Mitte einfach zusammengedrückt wird und an den O-Ringen, die sich auch unten und oben befinden, eben perfekt abgedichtet wird. Kopf oben drauf, Schlauch unten reinstecken und dann seid ihr auch schon ready, um die Pfeife zu rauchen. Die Pfeife haben wir für 89 Euro auf der Messe gekauft. Das war aber nur ein Messepreis. In 3 bis 4 Wochen kommen dann die finalen Preise und auch die finale Produktion. Also es wurden 100 Stück bis jetzt produziert. Die wurden auf der Messe aber alle verkauft. Ich glaube, innerhalb von dem ersten Tag und dem zweiten Vormittag war die schon komplett ausverkauft. Also da war auf jeden Fall die Nachfrage riesig. Ja, 89 Euro hat es auf der Messe gekostet. Die finalen Preise liegen uns leider noch nicht zur Hand, aber die werden auf jeden Fall bald noch folgen. Für jeden, der sich davon eine kaufen will, der sollte einfach auf Instagram gehen, da Shishaya folgen und dann einfach gucken in der Story. Dann wird es irgendwann bekannt gegeben, wie viel die wirklich kosten soll, beziehungsweise wann sie auch wirklich wieder verfügbar ist. Ganz wichtig ist, dass ihr für die 89 Euro aber nicht nur die kleine Pfeife bekommt, ihr bekommt auch noch den Schlauch dazu, ein Shishaya Mundstück und diesen praktischen Tragerucksack, wo ihr alles reinpacken könnt und mitnehmen könnt. Die Pfeife sieht nicht nur gut aus und ist handlich, sie ist auch noch brutal stabil. Und das hat der Tim von Shishaya auf der Messe ganz einfach bewiesen, indem er ein Fass genommen hat, die Pfeife an einen Seilzug gehängt hat und jeden einfach mal an diesem Seil hat ziehen lassen, um die Pfeife dann aus guten Meter auf den Fassboden knallen zu lassen. Das Ganze haben die Leute auf jeden Fall übertrieben. Also die Pfeife wurde bestimmt auf der Messe, würde ich mal sagen, so 1000 Mal locker. Wenn also nicht sogar öfter. Also es war wirklich von Freitag bis Sonntagabend wurde die im jeden Zeit. So im 5-Sekunden-Takt ist da irgendjemand langgelaufen und hat die mal runterfallen lassen. Also die ist brutal stabil. Man hat am Ende auch gesehen, da ist einfach bis auf der Kohleteller, der sich verbogen hat, ist eigentlich nichts kaputt gegangen. Also unten hat man natürlich ein paar Schrammen gesehen, aber was auf jeden Fall deutlich kaputter war als die Pfeife, war das Fass. Ja. Das war am Anfang gerade und am Ende hattet ihr eine richtige Wölbung drinnen nach unten. Also stabil ist sie auf jeden Fall und deswegen natürlich perfekt, um sie einfach mitzunehmen. Kommen wir mal zum Rauchverhalten der Pfeife und ich muss sagen, da ist sie einfach brutal und kann glänzen. Also da gibt es eigentlich nichts Schlechtes zu sagen. Es ist wirklich, ihr habt einen brutalen Durchzug für die Art von Pfeife, gerade fürs Outdoor-Rauchen eigentlich perfekt. Mir gefällt es ziemlich gut. Für mich ist der Durchzug auch tatsächlich nicht zu heftig und auch nicht zu stark. Also der Anzug und so weiter, die passen einfach wirklich perfekt zusammen. Ihr habt direkt so ein Gefühl, als würdet ihr direkt am Kopf ziehen. Gerade das, was wir bei Shishaya auch wirklich lieben. Und da kann sie auf jeden Fall glänzen. Wie findest du es so? Also für mich ist das Rauchverhalten auf jeden Fall auch wunderbar. Sie lässt sich super angenehm rauchen. Sie hat meiner Meinung nach sogar den besten Durchzug, was alle Shishayas angeht. Was ich ziemlich erstaunlich finde, weil ich dachte, kleine Pfeife, man muss da so viel reinbekommen in diesen kleinen Raum. Vielleicht wird der ein oder andere Durchmesser da ein bisschen kleiner.
Ist aber auf jeden Fall nicht so. Ihr habt wirklich einen brutalen Durchzug durch die kleine Größe, einen heftigen Anzug, ein relativ kleines Rauchvolumen. Was ich besonders geil finde, es ist verdammt easy, den Wasserstand zu treffen und ihr habt relativ selten Wasser im Schlauch. Es ist uns jetzt einmal passiert, aber es war auch einer der ersten Versuche, wo wir mit der Pfeife geraucht haben. Aber wenn ihr das Wasser einfach so kurz unter dem Diffusor, beziehungsweise kurz über dem Diffusor habt vom Level her, passt das auf jeden Fall wunderbar. Und ich finde das wirklich erstaunlich, weil zum Beispiel bei der Odoman Micro oder anderen etwas günstigeren Outdoor-Pfeifen passiert es mir regelmäßig, dass ich einfach mega viel Wasser im Schlauch habe, was einfach mega nervig ist. Kommen wir zum Design der Pfeife und das gefällt mir ziemlich gut. Ihr habt auf jeden Fall einen Deckel aus Aluminium und auch einen Boden aus Aluminium. Dann habt ihr noch ein Carbon, das drumherum geht. Das gefällt mir ziemlich gut. Es ist auf jeden Fall, es wirkt schlichter. Gleichzeitig habt ihr aber auch noch die Möglichkeit zu entlüften nach oben. Das heißt, ihr könnt eigentlich die Pfeife wirklich in Sand einbuddeln und gleichzeitig trotzdem weiter rauchen, weil ihr zieht keine Fremdkörper rein oder sowas. Und natürlich ist die Pfeife auch noch sehr, sehr standfest. Also gerade wenn ihr jetzt zum Beispiel Auto raucht und eventuell am Schlauch ziehen würdet, die Pfeife reißt ihr nicht sofort um, da halt der Schlauchanschluss unten ist. Ich finde das Design auf jeden Fall auch ziemlich schön. Es ist irgendwie so, als hätte die Funktion der Pfeife eher das Design hervorgebracht, als ob man sich hingesetzt hätte und einfach mal eine Pfeife gezeichnet hätte und dann geguckt hat, wie funktioniert das denn perfekt, um die Outdoor zu rauchen. Gerade der Schlauchanschluss unten ist halt mega gut, weil er Stabilität bietet, wenn die Pfeife irgendwo auf dem Boden steht. Und was ich zu der Stabilität auch noch sagen muss, ist, dass die Pfeife brutal stabil ist. Wenn man die so sieht, denkt man sich, na gut, kleine Pfeife, viel Carbon, wird wahrscheinlich übertrieben leicht sein und super einfach umkippen. Ist aber nicht so. Dadurch, dass die Pfeife unten auch noch so einen Ticken breiter wird und doch relativ viel Gewicht hat, wenn man sich überlegt, wie viel an der Pfeife noch aus Carbon ist, finde ich, steht sie auf jeden Fall brutal stabil. Das Design an sich ist nicht das schönste Design ever, finde ich jetzt, aber ist natürlich auch immer Geschmackssache, was Design angeht. Aber ich finde, dadurch, dass das Design so gut zu den Funktionen einspielt, ist es schon hervorragend. Kommen wir zum Fazit und da muss ich wirklich sagen, ich bin eigentlich mit allen Sachen restlos überrascht und begeistert. Also es ist so, alles passt perfekt zusammen, die Pfeife ist unheimlich stabil, hat ein sehr, sehr gutes Rauchverhalten und gleichzeitig ist die halt einfach noch in einem Preissegment, der mir eigentlich zusagt. Also gerade für so eine Größe, für die Pfeife und auch für die Verarbeitung und die Qualität und auch das Set. Und das Set vor allem, also ich meine, ihr kriegt ja noch den Schlauch und das Mundstück dazu, ist es auf jeden Fall ein sehr, sehr guter, eine sehr gute Outdoor-Pfeife, die man halt auf jeden Fall zu Hause haben sollte, finde ich. Weil, gerade wenn ihr zum Beispiel an den See fahrt oder sonst was, ihr könntet die rein theoretisch sogar wirklich bis hierhin ins Wasser stellen. Und dadurch, dass ihr halt einfach die Dichtung habt, würdet ihr halt einfach kein Fremdwasser von irgendwo anders ziehen. Von daher bin ich da auf jeden Fall begeistert. Gerade auch, wenn man Outdoor raucht, hat man oftmals das Problem, dass die Pfeife einfach in der prallen Sonne steht, dann sich aufheizt und irgendwann muss man das Wasser wechseln. Bei der habt ihr auf jeden Fall nicht das Problem, die kann einfach, keine Ahnung, in Sand eingebuddelt werden, in Erde eingebuddelt werden oder im Wasser stehen und die würde halt noch zusätzlich gekühlt werden. Das System gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut und deshalb bin ich von der Pfeife extrem überrascht. Mein kleines Vorab-Fazit zu der Shishaya Hazard ist auf jeden Fall auch ziemlich positiv. Ich finde sie hübsch, was das Design angeht, wie gesagt, eher weil das Design so gut in die Funktion einspielt. Aber ich finde auch, die Pfeife sieht einfach so aus, so, okay, wir brauchen eine Outdoor-Pfeife, die einfach wirklich hervorragend funktioniert, die sich gut rauchen lässt, wie eine große Pfeife, wo man vom Rauchverhalten her einfach nichts vermissen würde zu seiner Pfeife daheim. Ich muss jetzt sagen, ich habe ja schon eine Kylie 350, ich weiß nicht, ob ich mir nochmal die zulegen würde, auch wenn sie nur ungefähr ein Drittel kostet, wenn man noch den Schlauch, das Mundstück und den Rucksack abzieht, vielleicht sogar einfach nur ein Viertel kostet. Aber die Shishaya Kylie 350 ist halt auch so klein und kompakt, dass ich auch die einfach mitnehmen könnte. Es gibt ja auch noch das Kofferset, aber auch das Kofferset ist nochmal doppelt so groß, würde ich sagen, vom Volumen her, wie der Rucksack. Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Pfeife, die sich super angenehm rauchen lässt. Und ich glaube, viele Leute, die jetzt größere Pfeifen daheim haben, könnten diese Pfeife sehr, sehr gut als kleine Outdoor-Shisha gebrauchen. Deswegen erstes Fazit auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Ich bin natürlich nicht davon überrascht, denn wir wissen ja, der Tim bringt eigentlich keine Kacke auf den Markt. Der Tim bringt wirklich Produkte raus, die was taugen, die man auch gebrauchen kann. Und genau so sieht das für mich eben auch mit der Shishaya Hazard aus.
So, das soll es dann schon zu unserem kleinen Ersteindruck von der Shishaya Hazard gewesen sein. Wenn ihr sie schon getestet habt, wenn ihr sie auf der Messe gesehen habt oder vielleicht sogar schon daheim habt, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Pfeife findet. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Nicht vergessen, einen Daumen nach oben oder ein Abo dazulassen. Dann macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Eure Shisha WG. Ciao.